Wirtschaft im Fokus. Heute mit zwei Unternehmen, die gleich heissen, die in der gleichen Branche tätig sind und das gleiche Ziel haben. Herzlich willkommen, Karl Müller Senior und Karl Müller Junior. Eins vorweg, Sie sind der Vater, Sie der Sohn. Beide sind in der Schuhbranche tätig. Sie produzieren Schuhe, die ein Wohlgefühl vermitteln, die einem Schmerzen nehmen. Sie den Kibun-Schuhe und Sie den Joye-Schuhe. Hand aufs Herz, wer von Ihnen beiden ist erfolgreicher? Mit Erfolg meinen Sie wahrscheinlich, wer mehr Geld verdient. Wir arbeiten aber nicht wegen dem. Da kann man uns glauben oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Sie mit Erfolg Firmenwachstum und so weiter meinen. Für uns ist Erfolg dann, wenn ein Kunde Freude hat am Schuh, wenn er uns weiterempfiehlt, wenn er ihm vor allem medizinisch auch hilft. Das ist für uns Erfolg und das ist das Einzige, was zählt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie definieren Sie Erfolg? Sind Sie erfolgreich? Ich glaube, dass ich erfolgreich bin. Für mich ist Erfolg, dass auf der ersten Seite, dass unsere Mitarbeiter Freude haben an dem, was sie machen. Dass wir viele Mitarbeiter beschäftigen können, im Inland und im Ausland. Und wie mein Vater richtig gesagt, dass der Endkunde Freude an unserem Produkt hat und dass er zurückkommt. Jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Gehen Sie da Zahlen bekannt? Wie viele Schuhe werden hier produziert und weltweit verkauft? Ist das eine kleine Unternehmung, eine größere Unternehmung? Wir sind recht transparent. Nicht nur bei den Zahlen, aber bei der Wertschöpfungskette, Nachhaltigkeit ist bei uns auch ein grosses Thema. Die Zahlen finden Sie bei uns im Internet oder auch in unseren Broschüren. Und die jetzt nicht gerade ins Internet wollen, können Sie uns vielleicht auch so eine Zahl sagen? Ja. Wir sind als Unternehmen sind wir in den letzten 10 Jahren immer so schön 15% gewachsen. Ich denke, das ist auch ein nachhaltiges Wachstum, das man verkraften kann. Auch in der Wertschöpfungskette. Wir können ja nicht vor einem Tag doppelt so viel produzieren und dann nächstes Jahr wieder halb so viel. Das wäre ja nicht nachhaltig. Und letztes Jahr haben wir über 200'000 Paar Schuhe produzieren und für das sind wir dankbar. 200'000 Paar Joye-Schuhe, wie sieht es bei Kibun aus? Gibt man da die Zahl auch bekannt? Wir verkaufen etwa 150'000 Paar im Jahr. Wir wachsen ein bisschen weniger als Joye, aber wir dürfen unter dem Strich immer eine schwarze Null schreiben. Da, was wir verdienen, tun wir wieder investieren und das Wachstum ist stetig, also im Bereich 5-10%. Sie investieren hauptsächlich in der Schweiz, haben einen Produktionsstandort in Italien. Wie kommt es dazu, dass Sie in Europa, hier in Sinnwald, in der Schweiz Schuhe produzieren? Das ist ja nicht wirklich wirtschaftlich. Ja, da haben Sie recht. Die Schuhindustrie ist abgewandert. Man ist weg aus der Schweiz. Wir haben ja mal eine ganz grosse, vielfältige Schuhindustrie in der Schweiz. Und da, wo gerade so die letzten gegangen sind, sind wir gekommen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, wieso dass wir gekommen sind. Ich habe es einfach gespürt, ich habe gewusst, dass wir in die Schweiz kommen müssen. Wenn es einen gäbe, dann ist vielleicht der, dass wir einen besseren Schutz haben gegen Kopien, dass man unser Konzept weniger gut kopieren kann. Das ist vielleicht noch ein Grund, aber es war sicher nicht die Hauptmotivation, um in die Schweiz zu kommen, sondern ich habe es einfach gespürt, dass wir in die Schweiz kommen. Obwohl wir ja, in Asien die ganze Infrastruktur hatten. Wir haben mal 5'000 Mitarbeiter beschäftigt in Asien. Wir haben Schuhproduktion, eine eigene in Korea. Und für mich war es einfach irgendwie klar gewesen, dass wir in die Schweiz kommen, wenn ich wieder von Grund auf neu anfangen. Der Joye-Schuh, der wird in Südkorea produziert. Genau. Wieso produzieren Sie dort und nicht auch in der Schweiz? Das hat für mich einen sehr emotionalen Grund. Meine Mutter ist Koreanerin. Ich habe ein Leben, die Hälfte meiner 34 Jahre habe ich in Asien verbracht. Ich fühle mich sehr verbunden zu der asiatischen Kultur und kann es auch gut mit den Leuten dort, die sehr fleissig arbeiten. Südkorea ist ein wirtschaftlich starkes Land, sehr technologisch vorgeschritten. Und die Technologie und das Know-how, das wir in Korea vor Ort haben, passt super zu unserer Technologie dazu. Jetzt, der Modemarkt und auch der Schuhmarkt ist ja sehr hart umkämpft. Wie gehen Sie mit dem um? Kann man da überhaupt noch Geld verdienen? Weil am Schluss muss man ja gleich ein bisschen etwas verdienen, dass man wieder investieren kann und auch Löhne zahlen. Ja, ich denke, man muss nicht mitmachen. Man muss nicht mitmachen an dem Trend, dass noch günstiger und noch mehr günstiger produzieren. Man muss irgendwo seine eigene Richtlinie finden. Sein Nordstern, sein Kompass und dem nachgehen. Und unser Kompass, unser Nordstern ist Gesundheit, der Mehrwert für den Kunden, dass er sich besser fühlt und dem muss man gar nicht mitmachen und dann kann man seinen eigenen Weg gehen. Der Nordstern haben Sie scheinbar etwa der gleiche. Ist trotzdem ein Konkurrenzkampf da? Vielleicht der Konkurrenzkampf gerade auch innerhalb von der Familie? Es wäre absolut dumm,
wenn wir uns konkurrenzieren würden, weil es hat noch so viele Menschen in der Schweiz, vielleicht 98%, die immer noch in konventionellen Schuhen auf harten Böden rumlaufen, die sich da damit auch ihren Gelenken nicht viel Gutes tun. Es hat noch so viel, das Potenzial ist so riesig gross. Was sollen wir wegen diesen 2-3 Leuten von 100 noch gegen Joya etwas machen? Ich als Vater habe natürlich riesen Freude, dass mein Sohn oder unser Sohn den gleichen Weg oder einen ähnlichen Weg geht wie wir. Für uns ist das eine super Ergänzung und überhaupt keine Konkurrenz. Trotzdem gibt es vielleicht familieintern so ein einen Wettkampf. Ich stelle mir jetzt vor, vielleicht ein Weihnachtsessen, wo man sagt, ja, wir wollen 3% wachsen oder 10% oder ist da der Wachstum oder überhaupt nicht. Im Gegenteil, als Vater hat man doch, ist man doch stolz und dankbar, wenn der Sohn einem überholt. Wenn von Generation in Generation darf die nächste Generation noch mehr in ihre Berufung hineinwachsen. Wenn das darf ein Wachstum sein, dann bin ich sehr dankbar und stolz darüber. Karl Müller Junior, Sie haben vorhin gesagt, 200'000 Paar Joya-Schuhe. Also sozusagen, wie wir nachher noch letztes Mal auf dem Erfolgreich bleiben. Erfolgreicher wird der Vater, macht Sie da ein bisschen stolz, rein von den Verkaufszahlen her. Ich bin dankbar, ja. Ich bin dankbar. Es war nicht immer so gewesen. Wir gehen auch unseren eigenen Weg als Unternehmen. Und ich bin stolz auf meine eigenen Leute, dass wir da als die 200'000 Paar als Resultat dürfen zelebrieren. So von der Unterstützung her, Ihr Vater hat MBT-Schuhe dort mal erfunden und zum Erfolg geführt. Da haben Sie vermutlich ein kleiner Bub oder ein Bub am Familientisch mitbekommen. Was haben Sie aus dieser Zeit können mitnehmen nachher in Ihr Berufsleben? Es war immer irgendwo mein Traum gewesen, um auch ins Schuhunternehmertum hineinzuwachsen. Wo mein Vater die Firma verkauft hat, ist für mich irgendwo durch auch eine Welt zusammengebrochen. Und ja, habe dann auch lange nicht gewusst, was ich machen will. Und dann habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Was ich mitgenommen habe vom Mittagstisch, ist die Authentizität von meinem Vater. Dass er mit den Kunden wirklich authentisch, ehrlich, offen umgeht. Dass er da sagt, wo er denkt und ja, nicht irgendwie sich abgehoben hat. Und ich glaube, das ist auch eine von meinen Stärken, einfach zum ja, bodenständig sein und wirklich probieren, den Leuten empathisch auch verstehen. Karl Müller, Sie haben den MBT-Schuhe, Marke MBT, verkauft. Kurz darüber ab hat Ihr Sohn die Joya gegründet. Ist das einfach zu einer Vertragsklausel allenfalls umgehen, dass Sie weiterhin Schuhe produzieren können? Und sind Sie so hauptsächlich dort hinter dem Joya gestanden? Also ich hätte ja, MBT nie und nimmer verkauft, wenn ich nicht in dem dicken Vertrag einen rechten wichtigen Teil auch eine Klausel deklariert bekommen hat, dass ich das machen darf. Im Normalfall ist es ja so, dass man eine Konkurrenzklausel unterschreibt, dass man nicht das gleiche machen wird. Ich habe das Gegenteil bekommen. Also ich hätte die MBT gar nicht verkauft. Das war eine Bedingung, dass ich weiterhin in diesem Bereich tätig sein darf. Also dann haben Sie hier schon gewusst, dass Sie wieder einen Schuh produzieren? Ich habe lange voraus gewusst. Jahre bevor ich MBT verkauft habe, habe ich gewusst, dass ich mit Kibun rauskomme. Und ich hätte MBT nie verkauft, wenn man mir das nicht erlaubt hätte. Zu der Unterstützung noch. Holt Ihr Sohn heute noch Unterstützung bei Ihnen ab? Oder ist es heute schon fast umgekehrt? Holen Sie Unterstützung und Ratschläge bei Ihrem Sohn ab? Ich glaube, wir haben gegenseitig unsere Stärken und wir reden sehr viel miteinander. Wir haben eine sehr freundschaftliche Beziehung untereinander. Und ich lerne immer wieder jeden Tag von meinem Sohn, wenn wir miteinander auf einen Spaziergang gehen. Er ist sehr, sehr innovativ, sehr weltoffen, er ist interessiert an allem Möglichen, an der Geschichte, an der Geografie, an Kunst. Er hat viel ein breiteres Spektrum als ich und für mich ist es immer spannend, mit ihm auszutauschen und auch von ihm zu lernen. Den Grundstein haben Sie dort mal mit dem MBT-Schuh gleich, mit den Rundsohlen, jetzt den Kibun-Schuh und den Joya-Schuh. Was ist denn der Unterschied gerade vom MBT-Schuh zum Kibun-Schuh? Wenn man so die Sohlen anschaut, die ist ja nicht mehr rund. Die Frage ist jetzt ein bisschen so, wie wenn Sie mich fragen, was ist der Unterschied von dem Telefon, das Edison erfunden hat, dazu mal und einem Handy von Samsung? Das ist wie Tag und Nacht. Dazu mal war die Idee ja gewesen, mit einem Kreissegment, mit dieser runden Sohle,
auf dem flachen Boden zu laufen, weil es macht keinen Sinn, auf dem flachen Boden mit einem viereckigen Rad zu laufen. Darum ist für mich sehr unverständlich, wieso es immer noch Leute gibt, die nicht auf einer Sohle laufen, wo der Fuß sich automatisch kann abrollen kann, sondern mit einem so einer harten, flachen Sohle, die eigentlich wirkt wie ein viereckiges Rad. Und die MBT ist die erste Rad-Kreissegment-Sohle, wo man eben gelaufen ist, wie ein Rad rollen tut. Und Kibun und Joya sind die Weiterentwicklung von dem, wo der Fuß in der Sohle hinein abrollen tut. Ganz ähnlich wie ein Handy halt viel bessere Funktionen hat, wie damals das Telefon von Edison. Und wie unterscheiden sich denn die beiden heutigen Produkte noch? Weil das Produkt ist besser. Kommt auf den Kunden an, ist Pepsi besser oder das Coca-Cola? Jeder hat seine persönlichen Präferenzen, so ist es auch beim Laufen. Die einen wollen etwas mehr federn, die einen wollen etwas ein mehr schwungvoll laufen, die einen wollen den Boden etwas mehr spüren. Und so tun wir auch mit den verschiedenen Technologien, die es bei Kibun und bei Joya gibt, tun wir uns unterscheiden, damit wir eben von diesen 100 Leuten mindestens 10, 20 können glücklich machen können. Was würden Sie denn jetzt jemandem empfehlen, der noch nie in einem so Wohlfühlschuh unterwegs war? Sollte ich einfach mal beides ausprobieren? Oder was würden Sie so einer Person empfehlen? Ich denke, beim ersten Mal ist sicher wichtig, dass er zu einem Fachpartner von uns geht, der auch die Beratung kann geben kann und dass er durchs Band durch alle von unseren Technologien probiert. Wir haben Zeit und wir können auch eine Stunde, zwei mit jedem Kunden verbringen. Das ist kein Problem, damit er es richtig findet. Von der Wirkung her ist die ähnlich? Wir haben beide die gleiche Mission und das sind Menschen, die Schmerzen haben, Hüfte, Knie, Fuß, Rückenprobleme oder auch andere Schmerzen, dass die Schmerzen loswerden. Und jede Technologie wirkt wieder etwas anders auf jeden Menschen, weil jeder Mensch ist ja sehr individuell. Und es gibt ergänzend vielleicht noch da, es gibt eine Studie, die beweist oder die auch aussagt, man soll nicht da kaufen, wo der Fachmann sagt. Es gibt ja so Technologien, wo man so Einlagen, wo man irgendwelche Messungen macht. Ich kenne die Messungen natürlich alle in- und auswendig als Bewegungswissenschaftler, wo man irgendwie am Körper etwas misst. Zum Beispiel, ob der Fuß nach hinten knickt und so. Und dann sagt der sogenannte Fachmann dem Kunden, wann er solle anlegen. Und es gibt eine Studie, die sagt, man soll nicht auf den Fachmann hören, man soll auf den eigenen Körper hören, das eigene Gefühl. Und man soll das nehmen, was für sich persönlich am angenehmsten ist. Und das hilft auch dem Körper am meisten. Das ist mit einer ganzen reichhaltigen, grossen Studie von der Universität Calgary, von Professor Dr. Benonick, ist die gemacht worden. Und darum haben wir so eine breite Palette, wie der Karl gesagt hat, wo alle die verschiedenen Möglichkeiten, die verschiedenen Gefühle, die verschiedenen Federwirkungen eben gibt, damit der Kunde sich Zeit nehmen kann, um das auswählen, was er als das Beste beurteilt, und anstatt eben auf den Fachmann zu hören. Also Sie sagen es eben beide. Ausprobieren, da hilft, also man da findet, was einem am meisten nützt. Trotzdem, vom Marketing her, geht man vielleicht ein unterschiedliches Zielpublikum an. Sie sind ein paar Jahre älter als Ihr Sohn, verständlicherweise. Gehen Sie Ihr ältere Publikum an und Sie das jüngere, oder kann man das so nicht sagen? Bei uns war es auch so ein Findungsprozess, als ich mit meinem Geschäftspartner Claudio Minder vor 10 oder 11 Jahren gestartet bin. Da haben wir Schuhe gemacht für Frauen mit wo schlanke Beine wollen und ein knackiges Füttchen. Und da haben wir uns auch ein bisschen müssen finden, auf was reagieren unsere Kunden am besten. Und wir haben einfach gemerkt, dass unsere Joya-Kunden vor allem die sind, die Rückenschmerzen haben. Und so haben wir auch unser Slogan «Dein Rücken freut sich» entwickelt. Und das ist so ein bisschen unsere Stärke, rückenfreundliche Schuhe. Was für ein Zielpublikum wollen Sie ansprechen? Ja, das, wo meine persönlichen Probleme waren. Ich hatte schon havarierte Knie vom Fußball, als ich jung war. Hochgradige Kniearthrose. Und mein Ziel war immer, schmerzfrei nicht nur zu laufen, sondern auch noch schnell Ski fahren, in der Hockey voll runterkommen, beweglich zu bleiben und Fußball spielen, auch in meinem Alter noch. Das war immer mein Ziel, das kann ich auch immer noch. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass ich auch mit über 90 bis zum letzten Atemzug noch joggen kann. Und darum
gehen wir mehr auf das Gehen. Also Schmerz, das Leben lang beweglich und schmerzfrei können laufen. Das ist eher unser Zielpublikum. Wobei eben, schlussendlich hilft beides beidem. Aber Joya hat mehr den Rücken auf dem Herzen, wir haben mehr das Gehen auf dem Herzen. Aber schlussendlich, wenn man beide Schuhe probiert und beide läuft, hilft beides beidem. Ich habe eingangs erwähnt, zwei Unternehmen, die sozusagen das gleiche Ziel haben. Jetzt machen sie miteinander Gesundheitszentren. Die ersten sind im Wachseis, gibt es in Aachen eins von den ersten. Was ist denn das Ziel, der Nutzen von einem so einem Gesundheitszentrum? Ja, es ist eigentlich die Umsetzung von unserer Mission. Dort findet es dann statt. Oder wir möchten für Gesundheit von den Leuten, vom Bewegungsapparat, Rücken, Hüften, Knie, Füße, Schultern bis hin Schultern, das ist unsere Kernkompetenz. Wir glauben, dass wir eine super Alternative sind gegen das Operieren, gegen Einlagen, gegen die Mainstream-Medizinindustrie, die ja propagiert, man müsse halt Gelenk auswechseln, es sei ja normal, dass man mit gewissen Alter, aber im Vergleich mit dem Auto, dass sich das halt abnütze und so, und das ist überhaupt nicht wahr. Da kann ich da fadengrad sagen, ich habe auch wissenschaftliche Beweise. Es gibt zum Beispiel auch keine wissenschaftliche Studien, die beweisen, dass eine Knieoperation einem Patienten hilft. Im Gegenteil, es gibt mehrere Studien, Mosley-Studien zum Beispiel, die beweisen, dass die Knieoperationen wie Spülungen, Gelenksspülungen und Knorpelglättungen, wie es heisst, das ist völlig Habasch. Das funktioniert überhaupt nicht. Und wir bieten in den Gesundheitszentren, in den Kibu und Joya Gesundheitszentren, wo wir jetzt neu weltweit am Aufgleisen sind, wo übrigens unser anderer Sohn, der Matthias, federführend ist. Er hat das Franchise-Konzept weltweit aufgleisen. Dort kann man seine Zweitmeinung holen zu dem, was der Arzt empfiehlt, was der Orthopäde mit Einlagen empfiehlt. Das ist eigentlich der Sinn, eine Zweitmeinung zu dem, was die Mainstream-Medizinindustrie propagiert. Und das kann man auch ganz günstig für 30 Franken zwei Wochen ausprobieren. Also man muss sich nicht zuerst Knie verschneiden lassen. Man kann es ausprobieren und dann sieht man, ob es wirkt oder nicht. Und dort bieten wir natürlich auch fachliche Unterstützung. Also wenn Sie mit Ihren Schuhen so wirklich wegkommen vom gewöhnlichen Schuh, wo man in den Schuhladen einfach posten, wo man allenfalls über den Onlinehandel kauft, zu einem Beratungszentrum ja, und Beratungsfirma. Selbstverständlich, das immer und das funktioniert. Wie der Karl schon gesagt hat, wir nehmen uns Zeit, solange der Kunde braucht. Uns ist wichtig, Gott bewahre mich vor einem Kunden, der nicht zufrieden ist nachher. Das will ich nicht. Und das wollen wir beide nicht. Weil so ein Kunde tut ja dann negativ gegenüber uns reden. Und wir wollen zufriedene Kunden, die uns propagieren, die uns weiterempfehlen. Und das ist das, was Gott sei Dank auch sehr gut funktioniert. Wir dürfen dank der Mund-zu-Mund-Werbung von vielen begeisterten Kunden dürfen wir wachsen. Zufriedene Kunden, wenn wir jetzt so ein bisschen schauen, der ganze Markt verlagert sich länger mehr auch in Online-Bereich. Ist das auch ein Bereich, wo Sie abdecken oder sagt man, dort kann man Beratung gerne machen? Wie sieht das aus? Noch hinzufügend zum Kibu und Joya Gesundheitszentrum, das wir jetzt aufbauen. Das ist eigentlich eine Reaktion, die wir gesehen haben. In den letzten 10 Jahren ist der stationäre Fachhandel, Textil, aber auch Schuhgeschäfte sind viele am Aussterben, weil alle den gleichen Einheitsbrei verkaufen. Und wir versuchen mit unseren Fachgeschäften, die wir haben, dem entgegenwirken. Wir möchten die Leute wieder mehr in die Städte hineinholen, dass sie zu uns kommen, dass wir für sie Zeit nehmen. Und das ist unser Konzept, das ist so unsere Antwort gegenüber dem Digitalisieren oder gegenüber dem Online-Geschäft. Auf der anderen Seite, wir sind ein Unternehmen, das sehr innovativ ist. Wir glauben, dass Digitalisierung auch sehr viel Vorteil für uns bringt. Und für uns ist das auch eine wichtige Strategie, die wir vorwärts schaffen. Jetzt, Sie haben vorhin den MBT-Schuh mit den heutigen Schuhen verglichen mit dem alten Telefon und dem heutigen Smartphone. Wie werden sich Ihre Schuhe weiterentwickeln? Kann man da noch etwas noch besser machen? Ja, natürlich kann man immer verbessern. Wir haben in den letzten 10 Jahren viel Geld
praktisch alles Geld investiert in die Entwicklung von neuen Sohlen, noch besseren Sohlen, in Formen, Maschinen. Also das Potenzial ist noch riesig gross. Ich habe natürlich immer neue Ideen. Wenn ich in einer neuen Sohle wieder... Reden Sie über die neuen Ideen mit dem Sohn oder ist denn Gefahr, dass er zuerst umsetzt? Wir tauschen uns dort relativ wenig aus, aber nicht, weil ich irgendwie Angst habe, sondern wir haben wichtigere Projekte auszutauschen als jetzt da, weil wir haben schon die Basis von unserer Sohle. Das ist eine völlig andere Basis als Joya. Also sie müssen einen radikalen Schnitt machen und plötzlich sagen, jetzt machen wir auch wie Kibun oder umgekehrt. Das macht keinen Sinn. Rein jetzt von der Technologie von der Sohle sind wir völlig unabhängig voneinander, entwickelt unabhängig voneinander, aber nicht aus einer Angst raus, sondern einfach, weil wir haben eine andere Basis. Jetzt, Sie sind im Pensionsalter. Wie sieht die Nachfolge von Kibun aus? Machen Sie sich da schon Gedanken oder verschmelzen allenfalls Kibun und Joya irgendwann ineinander? Ich denke, wir sind sehr dankbar, dass wir zwei eigenständige Marken haben. Ich denke, in dieser globalen Welt, wo so viel schnell passieren kann, ist es auch sicher, wenn man zwei verschiedene Marken hat, die verschieden positioniert sind, die verschiedene Produktionsstandorte haben, die verschiedene Wertschöpfungsketten haben, verschiedene Vertriebskanäle. Weil wir haben eine grosse Verantwortung gegenüber den vielen 100 Mitarbeitern, die weltweit für uns arbeiten und darum ihre Familie ernähren können. Und darum komplett verschmelzen würde ich nicht, weil ich sehe den Vorteil von zwei verschiedenen Marken, aber dass man gewisse Synergien nutzt. In der Beschaffung von Ledermaterialien, in der Entwicklung des Designs oder vielleicht auch der Verkaufsfront vorne, dass man einfach gewisse medizinische Erfahrungen gegenseitig austauscht und dass der, der die Stärken in einem gewissen Bereich hat, eben mit anderen Firmen austauscht, sehe ich als wertvoll. Also die beiden Firmen verschmelzen eher nicht, dann bleibt immer noch die Nachfolgelösung für Sie. Sind Sie da schon am Gedanken machen? Ja, nicht nur Gedanken, wir sind auch am Umsetzen. Wie gesagt, wir haben noch den Matthias. Unsere beiden Mädchen, die sind glücklich verheiratet und mit Leib und Seele Mütter. Darum kommen die nicht in Frage. Die Schwiegersöhne auch eher nicht. Die haben auch ihren Weg bereits gefunden. Der Matthias ist voll am Reinlaufen, ja. Und er ist ja noch 3 Jahre jünger als der Karl. Sie verstehen sich sehr gut miteinander und ich glaube, das kommt gut. Wir haben auch sehr gute Mitarbeiter im Team, die auch mit ihm weiterwachsen, die Geschäftsleitung. Und ich denke, ich werde ersetzt werden durch ein paar Leute. Und habe bereits angefangen, rauszulaufen. Sie haben jetzt gerade ein bisschen von den familiären Verhältnissen erzählt. Vielleicht können Sie jetzt mal noch ein paar Worte über Ihren Sohn sagen. Was sind so die Stärken und allenfalls auch die Schwächen von Karl Junior? Er ist ein ganz ähnlicher Charakter wie ich. Wir ticken sehr ähnlich. Wir haben das auch herausgefunden in einem Persönlichkeitstest. Wir sind sehr, sehr ähnlich. Darum sehe ich wahrscheinlich seine Schwächen weniger, weil ich ja meine Schwächen. Spass beiseite. Er ist ein sehr weltoffener Mann. Er hat ein unglaubliches breites, nicht nur Wissen und nicht nur Erfahrung, sondern ein breites Spektrum, wie die ganze Welt funktioniert. Politisch, geografisch, bis vor 2 Jahren und teilweise bis vor einem Jahr war er praktisch jede Woche irgendwo mit einem Flieger unterwegs. Er ist auch noch, hat noch ein anderes Betätigungsfeld, er hat noch ein ganz grosses Bauerndorf, das er aufgebaut hat, mit ein ganzes Dorf, ein Selbstversorgerdorf in Indonesien auf einer Insel. Er ist sehr, sehr breit interessiert. Gesundheit ist ihm sehr wichtig. Er ist ein ganz feiner,
junger Mann mit viel Interesse, mit viel, viel unternehmerischen Fähigkeiten, vor allem also auch strategisch. So ein errichtend, würde die Sendung fast springen, auch wenn wir über das Bauerndorf von Indonesien reden würden, was sicher auch noch spannend wäre. Und wer weiß, vielleicht können wir ja dort mal auf Besuch kommen etwas darüber machen, über das Bauerndorf und mithelfen. Genau. Jawohl, deshalb können wir vielleicht weniger gut werden, miteinander ein bisschen, reden. Jetzt aber doch noch, vielleicht ganz kurz, wie sehen Sie Ihre Vater, so Vorzüge und vielleicht auch Nachteile, Stärken, Schwächen? Ich denke, es hat Zeit gebraucht, wenn man miteinander so eng aufwächst, dass man als Sohn, ich denke, Vater-Sohn-Beziehung ist immer schwierig, weil da gibt es sicher immer mal eine rebellische Phase und dann sieht man natürlich nur den Nachteil, den man daraus zieht. Jetzt, seit ich etwa 10 Jahre im Ausland gewohnt habe, konnte ich das Ganze aus einer Distanz ein bisschen betrachten. Ich sehe ihn als ein grosser Visionär, der die heutige Zeit unbedingt braucht, jemand, der das Positive in ihrer Welt sieht, in jeder Situation, also sehr optimistisch, sehr lösungsorientiert und er ist sehr selbstkritisch, er sucht nicht eine Ausrede für eine Situation und das hat mich auch stark geprägt, sondern schaut, welche Massnahmen können wir heute machen, welche Veränderung kann ich selber persönlich beitragen, dass die Situation auch noch ein bisschen besser wird. Etwas weiteres, was Sie glauben, verbindet, ist der Sport, insbesondere der FC St. Gallen. Was haben Sie dort für einen Bezug her? Dort Ihnen auch ein bisschen, wie es der Kibumpark heisst? Oder freuen Sie sich darüber, dass der Vater den Namen ergattern konnte? Ich fühle mich riesig, bin riesig stolz, fühle mich riesig bevorzugt, dass wir wirklich so ein schönes Objekt den Namen dürfen geben. Und ich hoffe, dass wir da wirklich die nächsten 20, 30 Jahre weiter so ziehen, die Partnerschaft. Kibumpark, vermutlich ein Kindheitstraum von Ihnen als FC St. Gallen-Fan, als die grünen Wiesen, wie man es da ja im Schuh auch gesehen hat, einmal sozusagen in Ihrem Stadion schuttend. Das ist nie mein Traum gewesen. Ich hätte das auch, ich denke, das ist viel zu gross. Das ist über meinem Vorstellungsvermögen und ist auch nicht irgendwie ein Ziel gewesen. Grösse ist auch nie ein Ziel von uns. Der FC St. Gallen hat seit 8 Jahren mit unserem Produkt trainiert, vor allem die verletzten Fußballer. Ich bin schon seit Kind ein FC St. Gallen Fan gsi. Ich bin vor Rockwil schon als Bub mit dem Velo einmal auf St. Gallen gefahren und die Match anschauen. Aber es war nie ein Traum gewesen. Es hat sich plötzlich von einer Sekunde auf die andere gegeben. Ist auch wie die Entscheidung, dass wir in der Schweiz produzieren können, ist das irgendwie einfach vom Himmel gefallen, einmal als Idee. Ich habe es gewusst, innerhalb von einer Sekunde, dass dort oben nach dem AFG wird Kibun stehen. Sie haben gesagt, vom Himmel gefallen. Was für einen Stellenwert hat in Ihrem Leben der Glaube? Ja, der Glaube hat den grössten Stellenwert überhaupt. Weil ich glaube nicht, dass man einfach nur geboren werden, dann irgendwie ein Leben gestaltet und nachher wieder gönnt und das alles sinnlos ist, da glaube ich nicht. Ich glaube, Gott hat uns gemacht, mit einem Ziel auch, mit einem Startpaket, mit einem Buch vom Leben. Und ich sehe das Leben als Abenteuer, auch die sogenannten Zufälle ernst zu nehmen, denen nachzugehen und zu schauen, wie können wir aus dieser Box raus, aus dieser einfach Standardbox raus, in etwas mehr, in die unsichtbare Welt eintreten. Und das ist für mich überhaupt das Wichtigste. Im Willen von Gott versuchen nachzufolgen. Gott ist so gross, wir können den gar nicht erfassen. Und wir werden erst im Nachhinein dann sehen, was er wirklich mit uns vorkommt. Aber wir können nach bestem Wissen und Gewissen wollen nachfolgen. Und insofern hat Gott für mich einen sehr grossen Stellenwert, dass ich ihm, dem Gott von der Bibel, will nach bestem Wissen und Gewissen nachfolgen. Karl Müller Junior, wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie auch von dem Glauben geprägt, wo Ihnen das Elternhaus mitgegeben hat? Prägt sicher, motiviert auch. Ich denke, es ist für mich wichtig zu wissen, eben, wenn er sagt, dass es über das Physische oder das Visuelle, dass es etwas weiteres gibt. Und für mich gibt Glaube sehr viel Hoffnung. Sie sind jung, haben schon sehr viel erreicht, haben eben noch ein Bauerndorf, wie wir heute erfahren haben. Was für Ziel haben Sie noch in Ihrem beruflichen und auch in Ihrem privaten Leben? Ich tue einmal im Jahr, gehe ich 2 Wochen allein in die Ferien und reflektiere. Und mache mir immer mittelfristige Ziele, aber das langfristige Ziel von mir
oder mit meinem Leben, wo ich jetzt heute als 34-jähriger Mann schon erkannt habe, ist, ich möchte Sachen weitergeben. Informationen, Erfahrungen möchte ich weitergeben, möchte Menschen begleiten und wirklich tiefgründige Beziehungen leben mit Menschen. Das ist so ein bisschen das Ziel, das ich habe. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie stehen vom Berufsleben eher jetzt ein bisschen am Ende. Was wollen Sie beruflich noch erreichen und was privat? Also wenn wir schon von Gott geredet haben, ich glaube, Gott gibt uns, segnet uns auch und gibt uns etwas auf den Lebensweg, damit wir es wieder weitergeben. Nicht für uns, aber das ist auch eine Erkenntnis, die ich selber haben müssen, erfahren musste. Bei MBT ich selber einfach für uns, für unsere Familie wollen, denkt, alles, was wir von Gott überkommen, ist für uns. Mittlerweile sehe ich das ganz anders. Wir sind da, um etwas weiterzugeben. Nicht nur der Grosskind und der eigenen Familie, sondern auch, was wir machen mit der Vision, mit der Gesundheit für die Menschen, Mitarbeiter, unsere Kunden. Ich bete jeden Tag für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter, für unsere Geschäftspartner. Für die Menschen überhaupt, die ich kenne, die ich kennen darf, die liegen mir am Herzen. Genau, wir sind da, um weitergehen. Also etwas weitergehen, unter anderem auch den Kibun-Schuh oder den Joye-Schuh. Karl Müller Senior, Karl Müller Junior, herzlichen Dank für das Gespräch. Sie sind zwei sehr spannende Gesprächspartner. Ich bin überzeugt, wir werden uns wieder begegnen. Falls Sie den Kibun-Schuh oder den Joye-Schuh einmal ausprobieren wollen, dann können Sie selbstverständlich machen in der Kibun World in Seenwald, direkt bei der Autobahnausfahrt. Das ist gross angeschrieben mit Kibun. Gehen Sie mal rein, erleben Sie die beiden Schuhe. Wenn Sie wollen, haben Sie sogar die Möglichkeit, wie man hier im Hintergrund ja sieht, mehr über Ihren Körper zu erfahren oder sogar in der Manufaktur von Kibun den Mitarbeitenden über die Schulter zu schauen, wie Ihr Kibun-Schuh produziert wird. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.